Herzlich willkommen an alle, die jetzt dabei sind. Zwei Dinge vorweg. Wer richtet das Ganze überhaupt auf? Mehr Demokratie e.V., das ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit bundesweit ungefähr 10.000 Mitgliedern. Wir beschäftigen uns mit Fragen der Demokratie in relativ breiter Weise. Am bekanntesten sind wir vermutlich die Beschäftigung so mit direktdemokratischen Verfahren, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und so weiter, aber genauso dialogische Formen der Bürgerbeteiligung, das Wahlrecht, Informationsfreiheit. Wir hatten heute eine Pressekonferenz zum Transparenzgesetz, ob man da das baden-württembergische Informationsfreiheitsgesetz weiterentwickeln kann. Alles, was irgendwie mit Mitwirkung, Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern oder Demokratie im weitesten Sinne zu tun hat, da werden wir auch regelmäßig durch Gesetzentwürfe, Gutachten und so weiter aktiv. Und heute haben wir eingeladen, um über diese Themen zu diskutieren. Nicht von allen Parteien, die jetzt im Wahlkreis zur Landtagswahl kandidieren. Das sind in den meisten Wahlkreisen etwa so gut ein Dutzend verschiedene Parteien. Da käme jeder bloß ganz kurz zu Wort. Also schränken haben wir es immer eingeschränkt, nämlich einerseits auf diejenigen Parteien, die aus unserer Sicht jedenfalls die liberale Demokratie tatsächlich verteidigen, anstatt sie zu bekämpfen. Nach dem Kriterium fallen manche kandidierenden Parteien von vornherein schon durch das Raster. Interessiert uns da auch nicht, ob die Parteien im Landtag vertreten sind oder nicht. Das ist Schnuppe aus unserer Sicht. Und wir haben dann bei den Parteien, die dieses Kriterium überleben, natürlich die Landtagsparteien eingeladen, aber zusätzlich immer auch eine weitere Partei, die nicht im Landtag vertreten ist, weil wir das als eine Bereicherung empfinden, wenn vielleicht auch aus dieser Perspektive ganz andere Arten von Beiträgen kommen. Und das wird immer ausgelost, je nach Wahlkreis. Jetzt im Leonberger Wahlkreis ist dieses Los auf die ÖDP gefallen. Deswegen darf ich Herrn Pareth begrüßen für die ÖDP und ansonsten dann für CDU, Grüne, SPD und FDP jeweils Kandidierenden. Für die FDP der Zweitkandidat, Herr Schmidt, weil der Erstkandidat terminlich verhindert ist. Es ist immer schwierig, dass alle gleichzeitig können. Das sind so die Eingangsvoraussetzungen. Jetzt würde ich sagen, zum Warmlaufen vielleicht und ein bisschen so zur Vorstellungsrunde würde ich die Frage stellen, an welchen Punkten sind Sie denn in Ihrer politischen Biografie mit Demokratiethemen schon mal in Berührung gekommen? Das ist natürlich der Fall. Ne? Also jeder von Ihnen, der kandidiert, hat ein ganz bestimmtes vielleicht Erlebnis gehabt, warum er sich überhaupt als Politiker sozusagen bewirbt, sich aufstellen lässt, in die Politik gekommen ist. Und mich würde interessieren, gab es da ganz spezifische Berührungspunkte zu Fragen der Demokratie, auch welchen Belastungsproben ist Demokratie heute ausgesetzt, welchen Herausforderungen stehen wir gegenüber, was müssen wir tun. Das können wir ganz unabhängig von den spezifischen Punkten mal durchgehen, die wir uns noch vorgenommen haben. Das ist ja insbesondere von dem, was wir vorgeschlagen haben, die Debatte um die Ausgestaltung des Landtagswahlrechts. Da gibt es ja lange Kontroversen drüber. Und andererseits die Frage direktdemokratische Verfahren auf Landesebene, Volksbegehren, Volksentscheide, was haben wir dafür Erfahrungen gemacht. Wir können dann aber, soweit die Zeit dann auch noch reicht, durchaus weitere Themen aufgreifen, an denen Sie interessiert sind oder auch Fragen, die aus dem Publikum kommen. So ist unser Verlauf. Ja, jetzt würde ich mal durch die Runde gehen. Wir können da immer ein anderes Verfahren machen. Ich habe mal verschiedene Listen angelegt. Ich würde mal sagen, wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge mit dem Nachnamen. Und das Kriterium wechselt dann immer so, dass die Reihenfolge immer anders ist. Sonst wären immer manche zuerst oder zuletzt dran. Und in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens ist Herr Hambach von der SPD als erster an der Reihe, sich kurz vorzustellen oder dann zu schildern, was berührt, verbindet Sie mit Demokratiefragen in Ihrer politischen Biografie. Ja, vielen Dank auch. Danke für die Einladung. Mein Name ist Jan Hambach. Ich komme aus Renningen, bin 26, bin Volkswirt und arbeite jetzt aktuell, nachdem ich bei der Industrie- und Handelskammer war, als Landesgeschäftsführer der JUSOs
Und mich hat eigentlich zur Politik gebracht, dass ich mich immer darüber geärgert habe, dass sich alle beschweren, aber niemand selber sich engagieren möchte und was machen möchte. Und bin selber jetzt auch in der Kommunalpolitik aktiv als Stadt- und Kreisrat. Und da hat man ja sehr, sehr unmittelbar mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, Bürgerinitiativen und so weiter zu tun. Und von daher beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag damit. Prima, vielen Dank. Das war ausgesprochen kurz gehalten dafür, dass ich gar keine Zeitvorgabe gemacht habe. Ja, also ich habe jetzt bewusst keine Zeitvorgabe gemacht, aber wenn sich alle so kurz fassen, ist es natürlich toll. Frau Kurz, Sie sind alphabetisch die Nächste. Ja, vielen Dank. Ich bin, mein Interesse an der Politik stammt aus der Jugendzeit. Das ist geweckt worden in der Schulzeit. Die 70er Jahre waren sehr politisiert. Und man hat dann die Funktionen Klassensprecher, Schulsprecher und was es da so alles gab, gerne wahrgenommen, um sich politisch zu engagieren. Ich bin seit 2006 Mitglied des Landtags und jetzt Vizepräsidentin des Landtags. Und da wird Sie es auch nicht wundern, wenn ich sage, mir liegt die repräsentative Demokratie sehr am Herzen. Wenn man Vizepräsidentin des Landtags ist, dann wird man da nochmal drinne gestärkt. Und ich sage auch, dass das Parlament, die Legislative für unsere Demokratie als ein Pfeiler der Gewaltenteilung ganz, ganz grundlegend ist. Und dass ich großen Wert darauf lege, dass wir das Parlament stark halten. Meiner Ansicht nach zeigt sich jetzt die Notwendigkeit dafür, gerade in dieser Corona-Pandemie. Wir leben schon seit einem Jahr in der sogenannten Stunde der Exekutive, wo die Regierung unabhängig mehr oder weniger vom Parlament die Geschicke dieses Landes leitet. Und ich finde, das ist auf Dauer kein Zustand, weil die gewählten Abgeordneten als Vertreterinnen und Vertreter der Wählerinnen und Wähler die Aufgabe haben, deren Anliegen ins Parlament einzuspeisen. Und bei aller Sympathie für direkte Volksbeteiligung und Bürgerbeteiligung, und da glaube ich schon, dass wir das als ergänzende Instrumente unserer repräsentativen und parlamentarischen Demokratie zur Seite stellen können, glaube ich aber doch, dass das Schwergewicht weiterhin auf diesem Gremium der Gewählten liegen muss und wir da zu einem ausgewogenen Miteinander kommen müssen. Wenn ich jetzt sehe, dass die Regierung in einer Zeit, wo sie sowieso das Übergewicht hat, auch noch ein Bürgerforum Corona einrichtet und das als Regierung durchführt, diese Bürgerbeteiligung, während man die meiner Ansicht nach beim Parlament hätte ansiedeln können, was die Landtagspräsidentin aber nicht wollte, dann mache ich mir schon Sorgen, wenn das noch so weitergeht, welche Auswirkungen das für unsere politische Kultur hat. Mhm. Vielen Dank. Ich stelle meine persönliche Anmerkung, die ich dazu auch noch habe, zurück, bis alle dran waren. In alphabetischer Reihenfolge ist der Parat von der ÖDP als nächstes mit dem Wort an der Reihe. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal möchte ich mich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Herrenberg, wohne jetzt in Ehningen und bin in der IT-Branche beschäftigt. Ich denke, mein Bezug zur Politik kommt bestimmt schon aus der Schulzeit. Ich kann das jetzt nicht auf ein einzelnes Event zurückführen, aber ich denke, was definitiv prägend war, waren Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht. Dadurch wurde ich auf jeden Fall auch in meinem Politikinteresse gestärkt und dann sicherlich auch, dass wir zu Schulzeiten Schule als Staat veranstaltet haben. Das fand ich auch interessant. Und auch, was auch noch in meine Schulzeit fiel, war die Kontroverse um Stuttgart 21 und dann auch eben die Volksabstimmung, bei der ich nicht teilnehmen durfte. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall viel Input gekriegt und jetzt bin ich seit 2014 in der ÖDP, habe schon einige Male für kommunale Ämter kandidiert und das ist jetzt das erste Mal, dass ich für die Landtagswahl antrete. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann übergebe ich das Wort an den Herrn Schmidt für die FDP. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal darf ich herzliche Grüße von Hans-Dieter Scherer, unserem Erstkandidat, ausrichten. Er ist heute bei einer Sitzung des Regionalparlaments, deswegen konnte er jetzt hier nicht dazukommen. Ich bin Daniel Schmidt, der Zweitkandidat.
Ich bin auch bereits, seitdem ich 16 bin, Mitglied der FDP und der Jungen Liberalen. Bin damals auch über die Schule politisch aktiv geworden. Wir haben damals Model United Nations of Goldberg organisiert. Es war eine UN-Simulation. Ja, im Laufe der Zeit habe ich dann studiert. Unter anderem auch im Masterstudium war ich in Schottland und habe dort auch gesehen, wie eine andere Art von Demokratie funktionieren kann. Dort ist aber meiner Meinung nach nicht ganz so demokratisch, weil da gibt es nur die Direktkandidaten, die am Ende im Parlament landen. Und da finde ich, da sind wir hier in Deutschland in einer ganz guten Situation im Vergleich dazu. Beruflich bin ich Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim in Stuttgart und stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier in Deutschland über unser Parteiensystem demokratischen Einfluss nehmen können. Gleichzeitig bin ich aber auch Gemeinderat und Vorsitzender der Fraktionsgemeinschaft Die Freien/FDP im Eidlinger Gemeinderat und deswegen natürlich auch kommunalpolitisch also mehrmals die Woche auf jeden Fall mit Kommunalpolitik und somit mit Demokratie auf der unteren Ebene beschäftigt. Mhm. Vielen Dank. Und Herr Seimer ist als Letzter in dieser Runde. Sehr gerne. Mein Name ist Peter Seimer. Ich bin 27 Jahre alt, wohne auch in Eidlingen, in Eidling-Dachte. Vom Beruf her bin ich Steuerfahnder und jetzt seit über 3 Jahren in Stuttgart. Und daher ist, glaube ich, auch mein größtes Berührungspunkt mit der Demokratie, weil als Steuerfahnder ist man Teil der Strafrechtsverfolgung und damit auch Teil des Rechtsstaates. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass ein funktionierender Rechtsstaat für mich notwendig ist für eine Demokratie. Also ohne einen funktionierenden Rechtsstaat funktioniert für mich auch keine Demokratie. Und das ist mir ein sehr großes Anliegen. Bei den Grünen bin ich, seit ich 19 bin, das ist jetzt, 2013 war das, und Mitglied bei Mehr Demokratie bin ich seit, ich weiß es auch nicht, ich glaube seit 6 oder 7 Jahren, und heute auch diese wunderschönen Unterlagen zur Urabstimmung bei mir im Briefkasten gefunden. Prima. Ich glaube, Sie und auch Frau Kurz haben inhaltlich 2 Punkte aufgegriffen, die mir auch wichtig sind, die ich kurz noch nachschärfen möchte, wenn Sie das gestatten. Mit dem Begriff liberale Demokratie habe ich auch gemeint, die Verbindung sozusagen des Mehrheitsprinzips mit Bürgerrechten, ne? Mit Rechtsstaat sozusagen. Das ist ja das Spezifikum. Deswegen kann es nicht allein ums Mehrheitsprinzip gehen, sondern auch um die individuellen Rechte. Und was Frau Kurz gesagt hat, halte ich auch für wichtig, dass niemand hier in der Runde oder auch Mehr Demokratie nicht in irgendeiner Weise gegen repräsentative Demokratie ist, sondern das ist eine ganz wichtige Säule. Gleichzeitig hat aber die Diskussion auch in Politikwissenschaften so in den letzten 10 Jahren ergeben, dass es auch nicht die einzige Säule sein sollte. Das läuft dann unter dem Begriff der vielfältigen Demokratie, die auf 3 Säulen ruht. Eine davon sind Wahlen, also die repräsentative Demokratie und dann die Parlamente. Die andere Säule ist Bürgerbeteiligung und das meint jetzt dialogorientierte Bürgerbeteiligung. Das heißt, die Bürger werden gehört, in Anführungszeichen, können mitreden, aber entscheiden am Ende nicht, sondern die Parlamente. Und die dritte Säule wäre direkt demokratische Formen, wo die Bürger dann tatsächlich entscheiden, zum Beispiel bei einem Volksabstimmungen oder Bürgerentscheid und so weiter. Und all diese 3 Säulen stärken sich gegenseitig. Das ist auch der empirische Befund aus einer ganzen Reihe von Studien. Einen davon ist auch das Land Baden-Württemberg in Auftrag gegeben worden, dass es sich hier nicht um ein Konkurrenzverhältnis handelt. Die mit Abstand meisten Entscheidungen werden immer nach wie vor über die Parlamente getroffen werden. Das ist sogar in der Schweiz so. Sogar in der Schweiz, wo ja die direktdemokratischen Instrumente sehr weit ausgebaut sind, werden immer noch 93% aller Entscheidungen, also gesetzlichen Entscheidungen, allein durch die Parlamente getroffen. Also
die repräsentative Demokratie oder Parlament abschaffen. Das wäre ein ziemlich absurder Gedanke natürlich. Und ich glaube, aus unserer Sicht ist es immer wichtig, dass wir dieses Nullsummenspiel überwinden, dass man denkt, das eine will das andere kämpfen oder abschaffen, sondern es wirkt dann eigentlich ganz gut zusammen. Also das ist so unsere Philosophie im Hintergrund als mehr Demokratie. Jetzt will ich aber in der ersten Diskussionsrunde bewusst die Säule der repräsentativen Demokratie thematisieren, nämlich das Wahlrecht. Wie wird man Abgeordneter oder Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg? Da unterscheidet sich ja das Wahlrecht in Baden-Württemberg sehr deutlich von dem von allen anderen Bundesländern. In allen anderen Bundesländern oder in anderen Bundesländern kann man zwei Stimmen abgeben, genau wie bei der Bundestagswahl, nämlich eine Stimme für den Bewerber oder Bewerberin, die ich für meinen Wahlkreis möchte. Da geht es dann in der Regel nach persönlicher Kompetenz oder nach der Person jedenfalls. Und die zweite Stimme kann ich abgeben, auch bei der Bundestagswahl, für die Partei im Prinzip, für eine Liste einer Partei, wo dann eher die persönlichen Parteipräferenzen zählen. Und deswegen kann man bei so einem Zwei-Stimmen-System auch unterscheiden zwischen meinem Lieblingsbewerber und meiner Lieblingspartei. Das muss ja nicht identisch sein. Ne? Es gibt in allen Parteien gute und weniger gute Leute und da kann man dann auswählen. In Baden-Württemberg hat der Wähler oder die Wählerin diese Möglichkeit nicht, sondern wird quasi gezwungen, mit der Person gleichzeitig die Partei mitzuwählen oder mit der Partei auch die Person. Auch wenn man vielleicht die Person gar nicht geeignet hält, aber für die Partei und umgekehrt. Hat also weniger Auswahlmöglichkeiten. Und eine der Konsequenzen dieses Wahlrechts, wird zumindest immer wieder diskutiert, ist auch, dass wir einen sehr geringen Frauenanteil im baden-württembergischen Landtag haben. Es gab deshalb immer wieder Anläufe für Reformversuche, die in den letzten beiden Legislaturperioden beide gescheitert sind. Einmal sogar, dass der Koalitionsvertrag nicht eingehalten wurde, wo das drin stand, ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht einzuführen. Und wenn man jetzt nach den Wahlprogrammen ginge, der jetzt antretenden Parteien, bräuchten wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, weil interessanterweise ist das die erste Landtagswahl überhaupt in Baden-Württemberg, wo sämtliche Parteien, zumindest die nach dem gegenwärtigen Umfang im Landtag sind, ausnahmslos sagen, wir wollen auch ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Auch die CDU jetzt, das ist eben neu. Das hat meines Erachtens die Frauenunion durchgesetzt, dass es im Wahlprogramm der CDU sogar steht, dass auch die CDU sich jetzt für ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht einsetzt, um den Frauenanteil zu erhöhen. Obwohl in der zurückliegenden Legislaturperiode ja es die CDU-Fraktion dezidiert nicht wollte. Und jetzt wüsste ich natürlich von Ihnen allen, das ist natürlich insbesondere Frau Kürz angefragt, wie sieht das aus? Warum ist es bis jetzt noch nicht dazu gekommen? Warum gibt es das nicht längst? Ist es in dem CDU-Wahlprogramm ernst gemeint sozusagen? Die Fraktion wollte ja immer etwas anderes. Und wie realistisch ist es, dass es kommt oder wie wären die Alternativen dann genau? Ich würde jetzt mal vorgehen nach alphabetischer Namen der Partei. Dann ist nämlich die Frau Kurz auch als erstes als CDU und die weiteren, da ändert sich dann die Reihenfolge im Vergleich. Sie haben das Wort, Frau Kurz. Ja, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, stand im Koalitionsvertrag von Grün-Schwarz, dass wir das Wahlrecht ändern wollen unter Beibehaltung des Einstimmenwahlrechts. Man hätte dort nur eine Stimme haben können. Und da haben wir uns nicht drauf einigen können. Und da bin ich auch mit einverstanden. Das habe ich auch so unterstützt. Mhm. Weil wir haben bei uns ganz bewusst ein Mischsystem bei der Wahl in Baden-Württemberg in die Verfassung geschrieben, das eben eine Mischung ist aus Persönlichkeits- und Wahlrecht und Verhältniswahlrecht. Und wir legen schon großen Wert darauf, dass eine Persönlichkeit in einem Wahlkreis verankert ist und bekannt ist. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so sehr, dass, das war der Grund, warum wir uns nicht geeinigt haben. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn wir auf ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht gehen könnten,
wäre das eine gute Lösung, zumal das für den Bürger, für den Wähler und die Wählerin auch wirklich nachvollziehbar ist. Es ist nämlich ziemlich kompliziert, immer zu erklären, warum wir ein anderes Wahlrecht haben. Und immer wird mal gefragt, bist du auf der Liste abgesichert? Und sage ich, es gibt keine Liste bei uns. Ja. Also eine gewisse Einheitlichkeit und Bürgerfreundlichkeit sehe ich in der Lösung auch. Und im Grunde war das der Knackpunkt. Und ich meine, was noch uns ein bisschen abgehalten hat, weil man auch skeptisch war, der Bundestag versucht die ganze Zeit, sein Wahlrecht zu reformieren, weil durch Überhang- und Ausgleichsmandate der Bundestag dadurch einfach sehr groß wird durch dieses Wahlrecht. Jetzt bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, inwieweit die das hingekriegt haben. Meines Wissens nach ist ihnen nicht der große Wurf gelungen. Wir gehen ja eigentlich verfassungsmäßig davon aus, dass der Landtag 120 Mitglieder hat. Wir haben 70 Wahlkreise, dort gibt es dann 70 Abgeordnete, dann gibt es eine Zweitauszählung und im Idealfall gibt es eben 70 direkt gewählte und 50 durch die Zweitauszählung. Im Moment haben wir 143, also das ist auch schon ziemlich viel. Unter dem Aspekt kann man so eine Frage auch betrachten. Aber wie gesagt, mir war das immer wichtig, das Verhältniswahlrecht zu kombinieren mit einem Persönlichkeitswahlrecht. Und ich kann mir vorstellen, dass man das im gewissen Maße mit dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht hinbekommt. Man muss wissen, dass es da, die Frage ist natürlich schon noch, ob wir dann irgendwie Wahlkreise verändern müssen, ob wir weniger Wahlkreise haben müssen, wie viele Personen ich über die Liste reinhole und wie viel über das Direktmandat. Also wenn ich dann eben nur 50, wenn ich 70 Wahlkreise habe, habe ich schon mal 70 Direktgewählte. Ja. Und was eben immer so ein bisschen blöd ist, ist, durch die Liste ist dann jemand Vertreter eines Wahlkreises, der da nicht wohnt. Wir kennen das vom Bundestag, wenn jemand, wenn der Direktabgeordnete verstirbt, das hatten wir, und dann rutscht jemand von der Liste nach. Da kann der wirklich aus dem Odenwald an Bodensee versetzt werden. Das ist fast nicht in der Praxis zu bewerkstelligen. Ja. Also da wird es auch noch einigen Regelungsbedarf geben, wenn man das dann in die Praxis umsetzen wird. Hm. Vielen Dank. Ich darf mir eine Anmerkung noch zu den Überhangsmandaten erlauben. Der Grund, warum es auf der Bundesebene so viele Überhangsmandate gibt und diese Aufblähung des Parlaments, liegt nicht im Zwei-Stimmen-Wahlrecht an sich begründet, sondern dadurch, vor allem, dass in Bayern die CSU immer sämtliche Wahlkreise gewinnt und dann starken Ausgleich hat. Ne? Theoretisch haben wir ja auch in Baden-Württemberg eine zweite Stimme, weil nämlich diese eine Stimme, die man abgibt, halt ein zweites Mal ausgezählt wird, identisch. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich an Ausgleichsmandaten deshalb was ändern wird. Wir haben es auch in Simulationen selber mal ausgerechnet, aber das ist ein Seitenthema natürlich. Okay, jetzt wäre die FDP an zweiter Stelle dran, alphabetisch. Ja, vielen Dank. Genau, also wir haben auch in unserem Wahlprogramm ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht drin, aus zum Teil den eben genannten Gründen, um es den Leuten einfacher zu machen, ja, das Wahlrecht nachzuvollziehen und auch um eine gewisse Frauenquote zu sichern, zumindest ja, dann von der Partei freiwillig durchgeführte Besetzung auch der Liste mit Frauen. Man darf jetzt aber dieses aktuelle Wahlsystem auch nicht ganz verteufeln, weil ich finde es relativ demokratisch, weil es entscheidet nicht der Landesparteitag einer Partei, wie am Ende die Liste aussieht und wer am Ende in das Parlament reinkommt, so wie wir es bei der Bundestagswahl haben, zumindest bei uns FDPlern. Wir haben im Bund kein einziges Direktmandat, bei uns kommen alle über die Zweitstimme, also über die Landesliste ins Parlament. Und das entscheidet ein Landesparteitag der Partei. Hier in Baden-Württemberg hat der Wähler mit seiner Stimme ein Stück mehr Macht. Ich finde, das ist also demokratischer, weil er entscheidet am Ende, wer reinkommt in den Landtag. Und zwar der Kandidat, der jetzt beispielsweise bei uns FDP dann, die keine Direktsitze normalerweise kriegen, der bei uns prozentual die meisten Stimmen hat im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Also hat der Wähler die Möglichkeit, mit seiner Stimme tatsächlich zu entscheiden, wer am Ende im Parlament drin sitzt, und es entscheidet nicht ein Landesparteitag von einer Partei über eine finale Liste. Also gerade aus mehr Demokratie-Gesichtspunkten finde ich das Wahlrecht eigentlich gar nicht schlecht.
könnte auch die Landeswissen mit kumulieren und dann bereichern. Dann könnte der Wähler auch entscheiden, wer auf der Landesliste, wer über die Landesliste da reinrutscht oder nicht. Wäre auch eine Idee, oder? Ja, vielleicht kann man das in die Koalitionsverhandlungen nehmen. Also wir meinen das ernst. Das ist ein ernsthafter Vorschlag von uns. Wir haben es auch durchgesetzt in Hamburg und Bremen. Das Wahlrecht dort haben wir geschrieben als Mehr Demokratie und der Volksabstimmung durchgesetzt. Gegen die Parlament. Da ist Kumulieren und Panaschieren dann auch auf der Landesebene. Das ist ein Stadtstaat vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber wer da Bedenken hat, dass es dann vorgegeben würde, ne, könnte man natürlich auch machen. Aber ich gehe mal weiter in der Reihenfolge. Herr Seimer, Grünen ist als nächstes an der Reihe. Ja, also zum aktuellen Wahlrecht. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das Wahlrecht damals nicht daran gescheitert ist, weil die CDU unbedingt ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht haben wollte, sondern weil sie es einfach nicht verändern wollte. Also ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht wäre uns Grünen natürlich auch recht, in den Koalitionsvertrag hereingehandelt mit Vehemenz, war ja von der CDU damals dieses personalisierte Verhältniswahlrecht. Dass wir Grünen ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht haben wollen, ist ja kein Geheimnis. Also damit werben wir ja offen und das ist ja auch, wer das nachlesen will, kann einfach die Zeitungsartikel von vor 2 Jahren angucken, als die CDU eben diesen Vertragsbruch begangen hat und eben keine Wahlrechtsreform mit durchgesetzt hat. Ich finde das Wahlsystem ähnlich wie beim Bundestag, Zwei-Stimmen-Wahlrecht, ob das jetzt mit Kumulieren, Panaschieren, bin da eigentlich sehr offen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht immer die Argumente, wo man sagt, ja, also unser Wahlrecht in Baden-Württemberg, das ist so super demokratisch, finde ich nämlich gar nicht. Da muss man einfach nur mal in die etwas strukturell geprägteren Gebiete schauen. Also wenn ich als zum Beispiel CDUler in Stuttgart ist momentan, gibt es 4 Wahlkreise, es sind 4 grüne Landtagsabgeordnete von keiner anderen Partei, ist einmal vertreten. Anders sieht es wieder aus in Biberach, da sieht außer der CDU niemand Land. Da kann ich als Grüner mich abstrampeln, wie ich will und gut sein, wie ich will. Da bin ich relativ sicher, bin ich nicht da im Landtag vertreten. Also so gesehen verstehe ich dieses Argument nicht immer, was es da so herangeführt wird. Und es ist ja auch nicht so, dass Parteilisten jetzt unbedingt die allerschlechtesten Listen sind. Ich meine, im Bundestag sind ja auch alle zufrieden mit ihren Abgeordneten. Und da schimpft ja auch niemand über die bösen Bundestagsabgeordneten aus den eigenen Reihen. Da hat man ja auch vernünftige Listen aufstellen können. Also von dem her verstehe ich das nicht so ganz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Landtag ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht hinbekommen. Und verzeihen Sie es mir, aber ich glaube, so CDU erst, wenn es dann auch umgesetzt ist. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den Effekt, dass, wenn ich jetzt die CDU hernehme, die Grünen faktisch die städtischen gewinnen und die CDU die ländlichen. Und deshalb die CDU in den Großstädten stark unterrepräsentiert ist, auch im Landtag, und die Grünen entsprechend in ländlichen Gebieten dann schwächer. Ne? Und dieser Polarisierungseffekt verstärkt sich mit der Zeit durch das Wahlrecht, solange wir 2 Parteien haben, die etwa gleich stark sind, was man ja da sagen kann. Es war kein Problem, als die CDU sämtliche Wahlkreise gewonnen hat in Baden-Württemberg, oder fast alle Zeit gab es ja mal. Aber es hat auf die CDU auch Auswirkungen, die damals gar nicht intendiert waren. Aber es ist ein interessanter Sachverhalt. Ja, jetzt die ÖBB ist als nächstes. Sehr schade, Herr Wunder, Sie haben ja sehr viel Wissen und wissenschaftliches Wissen, aber Sie kommen ganz verzerrt rüber mit Ihrem Mikrofon. Okay. Es ist bedauerlich, vielleicht, dass ich das nicht wahrnehmen kann, wie Sie sich da auch die Bälle mit dem Herrn Seimer zuspielen. Ja. Okay. Ich übergebe mal an die ÖDP. Ich hoffe, es wird besser dann bei mir, die Tonqualität. Ja, also vielen Dank. Ich meine, es wurde jetzt schon sehr viel gesagt. Ich würde einfach nochmal auf meine persönliche Sicht eingehen. Also zum einen muss ich dem Herrn Schmidt schon zum Teil recht geben. Das aktuelle System hat schon den Vorteil, dass der Wähler vor Ort eben Einfluss hat, wen er tatsächlich in seinem Wahlkreis will. Eben nicht nur über den direkten Kandidaten, sondern halt auch über die Zweitmandate.
Ich sehe aber definitiv auch die Probleme und die Kritik an dem aktuellen System, eben dass die Repräsentativität im Parlament dann nicht gegeben ist oder nicht so ist, wie das vielleicht wünschenswert ist. Zum Beispiel unterrepräsentiert, aber auch andere soziale Gruppen, zum Beispiel junge Leute oder Arbeiter. Und aus eigenen Erfahrungen kann ich halt sagen, dass wenn man jetzt eine Listenkomponente in das Wahlrecht mit aufnimmt, dann ist es definitiv einfacher für eine Partei landesweit eine etwas ausgewogenere Aufstellung von Kandidaten und Kandidatinnen sicherzustellen. Wenn man jetzt anguckt, der Vorschlag, aus dem Koalitionsvertrag von 2016 von Grünen und CDU, wo es eben eine Stimme weiterhin geben sollte, aber die Zweitmandate über die Landesliste laufen sollten, da hat man halt den Nachteil daran, dass der Wähler vor Ort natürlich die Parteiliste nicht wählen kann. Und der Einfluss der Landespartei steigt da und der Einfluss des Wählers sinkt. Und es gibt eben keine Parteienstimme bei diesem Konzept. Und das heißt, die Ansprüche auf Listenmandate beruhen dann alleine auf den für die Wahlkreiskandidaten abgegebenen Stimmen. Und das kann man auf jeden Fall auch kritisch sehen. Und aus meiner Sicht ist es halt auch da besser, ein Zwei-Stimmen-System anzustreben, was möglichst Vorteile beider Systeme versucht zu vereinen. Also zum einen hätte man ja dann immer noch den Direktkandidaten. Das heißt, der Wähler hat vor Ort ja immer noch einen großen Einfluss, wer tatsächlich dann den Wahlkreis repräsentiert. Aber man hätte dann als über die Zweitstimme das Listenelement und erhofft sich dann diese bessere Repräsentanz im Parlament. Und aus meiner Sicht ist eben der große Vorteil gegenüber diesem geänderten Einstimmensystem, dass man dann den Erstkandidat und auch die Listenpräferenz voneinander entkoppelt. Und dadurch kriegt dann die Liste der einzelnen Partei eben mehr Legitimation durch den Wähler. Also aus meiner Sicht ist das definitiv ein wichtiges Argument. Und zuletzt, es wurde ja auch schon angesprochen, die meisten Bundesländer setzen eben auf ein Zwei-Stimmen-System. Es gibt da auch Länder, wurde auch schon angesprochen, die noch mehr Stimmen zulassen, eben mit Kumulieren und Panaschieren. Das würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen wollen, da wäre ich auch offen. Ich denke, es macht jedenfalls Sinn, eher ein Zwei-Stimmen-System anzustreben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Die Runde, Herr Hambach, für die SPD. Also wir vertreten auch klar, dass wir ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht haben wollen. Ich sehe es persönlich auch ein bisschen differenzierter, weil ich schon auch finde, dass das aktuelle Wahlrecht schon eher den Anreiz setzt, vor Ort aktiv zu sein und präsent zu sein und sich tatsächlich um die Themen vor Ort zu kümmern, während natürlich ein Listenwahlrecht eher den Anreiz setzt, sich in der Partei bekannt zu machen, was für die Leute vor Ort erstmal nicht so von Vorteil ist. Das Problem im Ganzen ist nur, dass das oft halt ein Stück weit Theorie bleibt und dass es wirklich funktioniert, dass das Engagement sich vor Ort lohnt, halt am Ende oft nicht wirklich dann zum Erfolg führt, weil dann doch mal oftmals die Struktur im Wahlkreis eine große Rolle spielt, eben dass in ländlichen Gebieten oft eher linke Parteien gewählt werden, in städtischen Gebieten, gerade anders in städtischen Gebieten eher linke Parteien gewählt werden, in ländlicheren eher konservative. Daher ist es sehr schwer, diese Struktur zu durchbrechen. Aber man sieht ja gerade auch hier, wie schwierig es da ist, zu einem Kompromiss zu kommen. Und Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Es gibt ja auch Mischformen, Kumulieren, Panaschieren. Und es ist ja auch, glaube ich, ein Vorschlag von Ihnen zu sagen, warum geben wir das nicht mal von den Parteien weg an die Bürgerinnen, richten da einen Bürgerinnenrat ein. Hat Irland bei anderen kontroversen Themen, da ging es um die Homosexualität in Irland, ja auch gemacht. Und ich glaube, das wäre hier ganz gut, weil letztendlich, wenn die Politik und die Parteien selber sich ein neues Wahlrecht geben, ist ein gewisses Eigeninteresse von vielen Seiten oftmals eben nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich sagt, okay, das sollen die Bürgerinnen und Bürger sich mal genauer anschauen, da tatsächlich auch in so einem Bürgerinnenrat, das ist ja dann keine normale Volksabstimmung, sondern da wird sich ja dann wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt und die dann zu einer Lösung kommen, dann repräsentiert das, glaube ich, eher das, was die Leute auch wirklich wollen. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo man, glaube ich, am Ende dann zu einer Mischform kommen kann, die vielleicht beides ein Stück weit darstellt. Also der Begriff Bürgerinnenrat meint ja, ich will es kurz erläutern, dass aus der Bevölkerung zufällig ausgewählte Bürger ausgelost werden und dann zusammenkommen, eben intensiv beraten und dann eine Empfehlung abgeben.
an den Landtag in dem Fall. Das heißt, sie treffen nicht die Entscheidung, aber überlegen intensiv. Solche Bürgerräte hat es in der Vergangenheit schon gegeben, im Prinzip, wenn auch jetzt nicht unter dem Titel, zum Beispiel zur Altersversorgung der Abgeordneten ja im Landtag. Ne? Und das kommt oft bei ja, so Blockaden, politischen Blockaden, die es natürlich auch im Parlament geben kann, zum Einsatz. Und das Wahlrecht ist natürlich ganz schwierig zu reformieren, weil all diejenigen, die in einem Landtag bereits sitzen, sind mit dem bisherigen Wahlrecht hineingekommen und befürchten natürlich, vielleicht teilweise zu Recht, einem anderen Wahlrecht den Kürzeren zu ziehen gegenüber einem anderen. Das Wahlrecht hat Einfluss, wer in den Landtag kommt und wer nicht. Das ist die Ausgangslage. Okay, vielleicht können wir das Thema wechseln, damit wir die Zeit nicht... Ein weiterer Punkt, den wir zur Diskussion vorgeschlagen hatten, ist das Thema direktdemokratische Instrumente auf Landesebene. Dazu hat es ja 2015 eine von allen damals im Landtag vertretenen Parteien gemeinsam getragene Reform gegeben. Vorher waren Volksbegehren faktisch nicht möglich in Baden-Württemberg. Sie standen zwar in der Verfassung, aber mit so hohen Hürden, die unrealistisch hoch waren. Es hat deshalb auch nie jemand versucht. Und seit 2015, seit dieser Verfassungsänderung, sind die Hürden in einem Bereich, die zumindest schaffbar sind, sind immer noch hoch, aber doch große Anstrengungen schaffbar. Es hat ein paar Anläufe gegeben, wie zum Beispiel zum Artenschutz, rettet die Bienen, oder auch von der SPD hauptsächlich initiiert, zu Kita-Gebühren. Die bisherigen Anläufe haben allerdings auch aus unserer Sicht jedenfalls noch Schwierigkeiten in der Detailausgestaltung gezeigt. Nicht an den Verfassungsregelungen, die sind unserer Ansicht nach in Ordnung, aber das Ausführungsgesetz, das sogenannte Volksabstimmungsgesetz, enthält im Detail noch Stolperstrecke bürokratischer Art, die zu Schwierigkeiten führen können. Also beispielsweise beim Artenschutz konnte ja das Begehren, obwohl man sich schon im Kompromiss geeinigt hatte, nicht mehr zurückgenommen werden, sondern musste dann zum Beispiel weiterlaufen. Das ist irgendwie wenig sinnvoll, beziehungsweise das bisherige Gesetz sieht überhaupt keine Kompromissmöglichkeit vor, was natürlich eigentlich eine Untugend ist, da Demokratie von Kompromissen lebt. Oder auch beim Gitterbegehren hier von der SPD initiiert, das ist ja dann vor von Verfassungsgerichtshof gekommen, der es dann für ungültig erklärt hat. Eigentlich hätte man so eine Rechtsprüfung auch vielleicht schon vorher mit dem Innenministerium durchführen können und damit man erst danach die 20.000 Unterschriften sammelt, weil es gibt ja nur Frust für alle, für die Unterschriftensammler, für die Unterzeichner, wenn das Ganze dann vor Gericht landet. Das sind zwei Punkte, die wir auch ja vorgeschlagen hatten in unserem 15-Punkte-Programm. Das Problem, bevor wir in die Diskussion steigen, ist halt, wer die Historie ein bisschen kennt, dass dieses Ausführungsgesetz, das Volksabstimmungsgesetz aus den 70er Jahren stammt, im Kern. Ne? Das heißt, es ist geschrieben worden, als jeder wusste, es kommt nie zur Anwendung, weil schon die Eingangshürden so groß sind. Und es ist bis heute nicht wirklich gründlich überarbeitet worden, sodass zum Beispiel drinsteht, dass bei einem Volksbegehren sämtliche Formulare, die Bürgerinitiative an die Rathäuser zu schicken hat, 800.000 Eintragungen erforderlich sind, muss man also Millionen der Formulare an die 110 und 1 Rathäuser schicken in Baden-Württemberg, weil damals noch kein E-Mail mit PDF-Anhang erfunden war, sozusagen. Da hätte man sich das alles sparen können. Also da sieht man, dass das Gesetz ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Deswegen denken wir, nicht die Verfassung, nicht die grundsätzlichen Regelungen muss man sich nochmal genauer angucken, das Ausführungsgesetz. Und da wäre meine Frage, sehen Sie da auch Reformbedarf? Wie haben Sie die bisherigen Verfahren, die es da gab, wahrgenommen? Vielleicht haben Sie auch noch weitere Ideen, was man da verbessern könnte. Das ist jedenfalls etwas, was wir in Gesprächen mit allen Akteuren, die an den bisherigen Verfahren beteiligt waren, wir haben uns mit allen zusammengesetzt, auch mit dem Bauernverband, und die haben auch einen Volksantrag gestellt, wie Sie die ganze Problematik sehen, wie kann man es entbürokratisieren, so würde ich das zusammenfassen. Ich würde gar nicht sagen, die Hürden senken, sondern nur entbürokratisieren. Ich würde sagen, wir gehen mal nach dem
alphabetisch nach dem Vornamen vor. Nochmal was anderes. Dann wäre Daniel Schmidt der Erste für die FDP. Alles klar. Vielen Dank. Ja, also ich denke, da ist auf der Landesebene tatsächlich noch viel, also einiges zu tun, um die Bürokratiehürden zu senken. Ich denke, dass es auf der kommunalen Ebene schon relativ gut funktioniert. Wir haben vor ein paar Jahren bei uns im FDP-Ortsverband auch mal ein Bürgerbegehren initiiert. Da ging es um die unechte Teilortswahl und das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert. Die FDP-Fraktion im Landtag hatte zum Beispiel auch angeregt, dass man auf Landkreisebene Bürgerbeteiligung stärker zulässt. Das ist damals am Widerstand von der CDU und den Grünen gescheitert. Wir setzen uns beispielsweise auch dafür ein, dass man die Landräte direkt wählt, wie es in anderen Bundesländern ja schon der Fall ist. Also ich denke, da gibt es unterschiedliche Stellschrauben, in denen man das Ganze noch verbessern kann. Und ja, dafür würden wir uns gerne einsetzen im nächsten Landtag. Und dann sind wir mal gespannt, ob dann die andere Partei, die es letztes Mal abgelehnt haben, mitmachen. Nur zur Erläuterung, was Sie mit Bürgerbeteiligung auf Landkreisebene gemeint haben, das ist die Frage, ob man auch zu einem Gegenstand, der im Kreistag gehandelt wird, da wird er auf Landkreisebene entschieden, ein Bürgerbegehren zum Beispiel erreichen kann oder auch nur einen einfachen Einwohnerantrag. Das ist in allen Bundesländern möglich, nur nicht in Baden-Württemberg und Hessen. Das sind die beiden einzigen Ausnahmen. Und da kann man sich dann tatsächlich fragen, ja, warum sind bei uns die Leute blöder als in anderen Bundesländern? Warum geht es bei uns nicht? Okay. Ja, als nächster Jan Hambach. Er ist in Vornamensreihenfolge als nächstes dran. Sie haben es ja schon gesagt, wir haben als SPD mit dem Begehren für gebührenfreie Kitas ja schon so ein bisschen Erfahrung mit dem Ganzen. Und das ist ja am Ende auch an einer unterschiedlichen juristischen Einschätzung dann auch vor Gericht gescheitert. Und ich glaube, deswegen wäre das einer der ersten Punkte, die ich da auch anführen würde, dass man so eine juristische Prüfung vorschaltet, bevor der ganze Aufwand kommt. Das hatten Sie ja im Eingang auch gesagt. Das andere ist, beziehungsweise ich gut finde, dass Sie selber auch sagen, die Hürden an sich mal nicht unbedingt runternehmen, das kann man schon immer diskutieren. Da finde ich, muss man dann aber tatsächlich aufpassen, ob man dann nicht in einen Bereich kommt, wo wirklich auch kleine Interessensverbände dann sehr, sehr schnell ihre Interessen nach vorne bringen. Ich glaube, daher ist es wirklich eher wichtig, ins Verfahren zu gehen. Und da gibt es ja auch von Ihnen nochmal konkrete Vorschläge zu sagen, okay, da muss viel, viel mehr online ablaufen. Also es muss eben auch online abgestimmt werden können, eben nicht nur über die Papierform, nicht über diesen langfristigen Weg, über das Rathaus zu gehen. Dann müssen die Fristen ein Stück weit ausgeweitet werden, weil haben auch wir die Erfahrung gemacht, wir haben es am Ende geschafft, aber es setzt einen schon unter einen enormen Zeitdruck, diese Fristen einzuhalten. Und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, das macht jetzt halt ein Verband, der vielleicht nicht so groß aufgestellt ist, nicht so viele Mitglieder hat wie wir, dann wird es schon so eine Riesenhürde. Also von daher Fristen ein Stück weit nach hinten schieben, den ganzen Prozess ein Stück weit digitaler machen und damit auch viel einfacher für die Bürger und eine juristische Prüfung vorab, das wären die Punkte, die, glaube ich, vordergründig da schon helfen würden. Vielen Dank. Peter Seimer für die Grünen ist als nächstes dran. Eigentlich wäre nach mir die ÖDP vor mir dran, wenn ich das sehe. Oh, wirklich, das muss ich mal sehen. Ah, stimmt, alles klar, genau. Sie haben recht, also Sie geben 8, das ist ausgezeichnet. Herr Pahnitz, natürlich, Joachim kommt alphabetisch vor Peter. Sie haben recht. Genau, also ich oder die ÖDP sehen das auch ziemlich ähnlich. Die ÖDP ist definitiv für eine Erleichterung von Volksbegehren und das kam ja auch schon mal die Frage auf, was versteht man darunter? Für mich persönlich ist es gar nicht wichtig, irgendwie an den Quoren zu schrauben, denn ich denke, so Quoren, die erreicht werden müssen, sorgen für Legitimation eben auch und vor Schutz vor Missbrauch. Die Punkte, die Sie von mehr Demokratie vorgeschlagen haben, diese 15 Forderungen, finde ich alle sinnvoll und legitim. Ich gehe jetzt auf ein paar ein, die ich besonders wichtig finde. Das eine wurde auch schon genannt, und zwar die juristische Vorabprüfung. Da schlagen Sie ja auch sinnvollerweise vor, dass da auch ein gewisses Quorum erreicht werden muss, bevor man das eben abgeben kann, um auch hier vor Missbrauch zu schützen. Das kann ich auch so unterstützen. Also da kann man von 500 oder 1000 Stimmen vielleicht reden. Da hätte ich noch eine Anregung, über die man vielleicht nachdenken sollte. Wenn man jetzt so einen Prüfantrag, wie Sie das vorgeschlagen haben, ans Innenministerium gibt,
ist die Frage, ob in so einem frühen Stadium von einem Volksbegehren, wo vielleicht noch die mediale Aufmerksamkeit noch nicht sehr groß ist, die Hemmschwellen eher gering sind, fürs Innenministerium sowas dann vielleicht abzulehnen. Die Frage ist, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, da eine unabhängige Behörde oder beziehungsweise eine unabhängige oder etwas unabhängigere Stelle zu finden, die da eben diese juristische Prüfung durchnimmt. Mir ist klar, letzten Endes könnte man natürlich alles vor Gericht einklagen. Also ich denke, da ist es, wir sind in einem Rechtsstaat. Fakt ist aber auch, wenn ein Volksbegehren quasi in den Kinderschuhen ist, ist die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß, der Unterstützerkreis ist natürlich nicht so groß. Und da sind einfach vielleicht auch die Hürden, das juristisch dann durchsetzen zu können, einfach geringer. Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, das hatten Sie auch zu Beginn schon angesprochen, das sind eben die Weiterentwicklung von Gesetzesentwürfen im Verfahrensverlauf zu erlauben, beziehungsweise dann auch eine Rücknahme oder Einstellung des Volksbegehrens zu erlauben. Das gehört für mich so ein bisschen zusammen zu einem Komplex, und zwar den Dialog. Letzten Endes ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel das Volksbegehren Artenschutz rettet die Bienen anguckt von 2019, bei dem die ÖDP auch mit unterstützt hat. Das hat eigentlich gezeigt, dass es sehr sinnvoll sein kann, eben in den Dialog zu treten und ja, so ein Volksbegehren dann auch zu verbessern. Also es war nicht perfekt, und ich denke, durch diesen Kompromiss, der da geschlossen wurde, ist es noch viel besser geworden. Wenn man das jetzt auf zukünftige Volksbegehren überträgt, wäre es aus meiner Sicht auch sinnvoll zu überlegen, kann man so eine Art Moratorium erlauben, also oder eine Unterbrechung des Volksbegehrens, damit beide Parteien gewillt sind, eben sich an den Verhandlungstisch zu setzen, was für mich dann aber auch bedeuten würde, ergebnisoffen, entweder man kommt zu einem Kompromiss, dann sollte es möglich sein, das Volksbegehren auch rechtlich eben abzuschließen oder eben abzubrechen. Es sollte aber auch möglich sein, es wieder aufzunehmen nach einem Moratorium, und dann wäre es aus meiner Sicht gerechtfertigt, die Fristen, die damit verbunden sind, fürs Unterschriftensammeln zu verlängern. Und was auch schon meine Vorredner erwähnt haben, auch für mich ist die Sammlung zu erlauben. Da muss natürlich klar sein, die Papierform sollte weiterhin auch ermöglicht sein, ganz klar, damit eben alle Bevölkerungsgruppen teilnehmen können. Genau, vielen Dank. Ja, das ist eine interessante Idee mit diesem Moratorium, weil es dann Verhandlungs- und Gesprächsräume schafft. Auf einen Punkt will ich auch noch eingehen, der ist auch in unserem Papier ja gar nicht dran gewesen. Wer ist eigentlich für die Zulassungsprüfung zuständig? Es gibt da in verschiedenen Bundesländern durchaus unterschiedliche Regelungen. Theoretisch wäre denkbar, da gleich den Verfassungsgericht damit zu befassen. Das hat das Problem, dass dann aber dieses Gericht nicht mehr angerufen werden kann, Berufungsinstanz. Ne? In anderen Bundesländern ist es häufig der Landtag selbst oder die Landesregierung insgesamt und nicht nur das Innenministerium. Das entlastet sozusagen auch in dem Fall das Innenministerium vor Vorwürfen. Es hat jetzt aus Eigeninteresse oder parteipolitisch oder wie auch immer entschieden, wenn dann die ganze Regierung dafür gerade stehen muss. Da werden auch zwischen Grünen und CDU teilweise Debatten, es hätte jetzt nur die CDU gemacht oder so. Oder wenn es im Landtag dann letztlich entschieden werden müsste, die Zulassung, gäbe es auch eine politische Debatte dazu im Landtag. Es könnte nicht mehr so unter der Hand geschehen. Also beim sogenannten Volksantrag, das es ja auch gibt in Baden-Württemberg, also wo es dann auch im Landtag erstmal befasst wird, ist tatsächlich der Landtag für die Zulassung verantwortlich und das Innenministerium ist gar nicht beteiligt, zumindest von der Verfassung und vom Volksabstimmungsgesetz her ist er gar nicht beteiligt, faktisch schon ein bisschen. Also das wäre, denke ich, auch tatsächlich zumindest zu überlegen, wer da die sinnvollste Stelle für die Zulassung ist. Das ist eine gute Anregung. Ja, jetzt aber, Herr Seimer, das hätte ich Sie fast schon vorgezogen, jetzt sind Sie an der Reihe. Ja, sehr gerne. Mit Blick auf die Uhr will ich es jetzt auch nicht alles wiederholen, was meine Vorredner gesagt haben. Ich kann mich dem größtenteils anschließen. Das Gesetz, das Volksabstimmungsgesetz, das gehört einfach digitalisiert und sag mal, die Regelungen aus den 70er, 80er Jahren, die können einfach auf den neuesten Stand gebracht. Und die Hürden, die man jetzt eben durch die ersten Volksabstimmungen Verfahren jetzt gelernt hat, durch Probine und durch das Kita
den Kita-Antrag von der SPD. Da muss man jetzt einfach draus lernen und die Konsequenzen ziehen, die jetzt hier angesprochen werden, ganz klar. Es nützt keinem, wenn wir jetzt die Quoren gesenkt haben, damals unter Grün-Rot, und jetzt das einfach so unhandlich ist. Das Einzige, was ich tatsächlich noch sehr spannend fände, zu überlegen, ist tatsächlich diese nachträgliche Modifizierung von Volksabstimmungen, weil da natürlich auch irgendwo immer die Gefahr ist, dass der Wille, sage ich mal, der Bürgerinnen und Bürger im Nachhinein auch verwässert werden kann, aufgrund irgendwelchen. Also da bin ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig und würde das eigentlich gerne noch stärker debattiert sehen oder einfach diskutiert sehen, wie man das lösen kann, dass es da quasi einen Schutz auch für die Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, hey, ich habe für dieses Volksabstimmung gesetzt und nicht für 95, 90, 80, 70% dessen. Und das fände ich noch, ehrlich gesagt, sehr, sehr spannend oder kritisch debattierungswürdig. Ja, ja. Das ist sicher der Fall. Das ist dann auch eine technische Frage, wie man es genau umsetzt. Also wie weit man die Vertrauenspersonen ermächtigt oder ob man die Unterschrift zum Beispiel zurückziehen kann und wenn genügend zurückgezogen werden, kann es nicht mehr getragen und so weiter. Ja, bevor ich das Wort Frau Kotz übergebe, noch ein Hinweis für die Zuhörer. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen zum gesamten Themenkomplex Demokratie oder was immer Sie wissen wollen. Das müssen Sie in den Chat schreiben oder auch eine Mail an info@mitentscheiden.de. Dann können wir das jetzt im Anschluss an die Stellungnahme von Frau Kurz Ihre Fragen diskutieren. Ja, Frau Kurz, jetzt noch zu der Frage Volks. Ich habe Sie nicht verstanden. Oh, Sie sind an der Reihe, Frau Kurz. Ja, ich meine, das ist ja jetzt eine relativ junge Möglichkeit, dass wir Volksbegehren und Volksentscheid auf Landesebene durchführen können. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es da Nachbesserungs- oder Änderungsbedarf gibt. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, welches Fachwissen Sie da haben und wie tief Sie in die Materie einsteigen. Da macht Ihnen ja jetzt, glaube ich, da kann ja keiner Ihnen das Wasser reichen. Insofern holen wir uns da auch gerne Rat bei Ihnen. Mein Punkt ist immer noch ein bisschen eine andere. Also ich finde, man sollte nicht anstreben, das alles so leicht wie möglich zu machen. Also ich will das durchaus in Frage stellen, ob jetzt die Zulassung von so einem Volksbegehren von der Exekutive, vom Innenministerium bewilligt wird. Das kann man sich wirklich fragen. Aber alles jetzt ganz locker, flockig, leicht zu machen, damit die armen Bürger nicht frustriert sind, die sowas anstreben, das finde ich jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Es kann mir ja auch passieren, dass ich eine Klage einreiche und nachher wird mir beim Gericht gesagt, eine Klage wird nicht zugelassen. Das sind auch alles sehr komplexe Vorgänge in unserer reifen Demokratie. Also insofern, glaube ich, muss man schon damit leben, dass man, wenn man sich auf dieses Parkett begibt, dass es da Hürden gibt. Und die sind meiner Ansicht nach auch berechtigt, weil was unser aller Ziel doch sein muss, wenn es uns ernst ist mit der Demokratie, ist, dass wir nicht Einzelinteressen einen zu leichten Durchsetzungsweg ermöglichen. Weil Demokratie lebt ja vom Austarieren und vom Kompromiss. Und wir haben auch grundgesetzlich gesagt, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Die werden ja jetzt zum Beispiel bei einer direkten Bürgerbeteiligung ausgeschaltet. Und da muss ich mir schon überlegen, wie stark will ich da die Gewichte verändern und in welche Richtung entwickelt sich dann unsere politische Kultur. Also was ich vorhin gesagt habe für die Gewaltenteilung zwischen den drei Gewalten, die sich verändert, wenn sozusagen direkte Bürgerbeteiligung ein stärkeres Gewicht bekommt, muss ich auch hier fragen, könnte ich ja theoretisch auch die Parteien gänzlich außen vor lassen und sagen, ich richte mich einfach immer direkt an die Bürger. Wie praktikabel das ist und ob ich dann wirklich eine Volonté générale bekomme, ja, oder wieder nur den Willen einer speziell in diesem Punkt interessierten Gruppe, die Frage muss ich mir schon stellen. Und es stellt sich hier auch die Frage, wie auf kommunaler Ebene auch schon, warum soll ich noch Leute gewinnen können, die bereit sind, sich jeden Dienstagabend in den Gemeinderat zu setzen und sich mit jedem
trockenen Thema, das für die Kommune wichtig ist, auch noch zu beschäftigen, wenn es eigentlich viel, wenn ich eigentlich mich genauso durchsetzen kann, wenn es mir um das eigene Erweiterung des Baugebiets oder die Themen, die mich ganz persönlich interessieren, weil Menschen, die in den Gemeinderat gehen, gehen ja eigentlich fürs Allgemeinwohl rein, genauso auch wie wer sich in Landtag, in Parlament wählen lässt. Die versuchen abzuwägen, sind nur ihrem Gewissen verpflichtet und müssen die verschiedenen Interessen miteinander abwägen und versuchen, den Konsens herzustellen. Jemand, der einen Bürgerentscheid auf den Weg bringt, hat nur ein Ziel. Das ist unglaublich viel einfacher, wenn ich nur ein Ziel habe, was ich durchsetzen will. Und das ist auch zeitlich begrenzt, dann kann ich mich auch wieder verabschieden. Ja. Ich brauche aber in so einem Gemeinwesen Menschen, die auf Dauer bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch mal dann, wenn es trocken wird oder sie persönlich nicht so vom Thema her interessiert, sich trotzdem mit einbringen. Und da möchte ich einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir die Weiterentwicklung unserer politischen Kultur im Blick haben, was das bedeutet, wenn ich an der einen Schraube drehe, was das vielleicht an einer ganz anderen Stelle für Auswirkungen hat. Weil möglicherweise habe ich dann doch ein ganz anderes Staatswesen, wenn ich die Gewichte zu stark in eine Richtung drehe. Ich stimme Ihnen zu, was sozusagen die allgemeinen Ausführungen betrifft. Aber ich greife mal auf die kommunale Ebene. Ich nehme mal den Ball auf. Wir haben im Durchschnitt in einer baden-württembergischen Gemeinde alle 42 Jahre einen Bürgerentscheid. Ja. Glaube ich persönlich nicht, dass sich deswegen ein Gemeinderat nicht aufstellen lässt. Vermutlich findet überhaupt keiner statt im Laufe seiner Zeit. Und wir haben auch Umfragen gemacht als Mehrdemokratie. Die nächste, also begleitende repräsentative Telefonumfragen, die nächste findet beim Bürgerentscheid in Donsdorf statt in 2 Wochen, wo wir die Bürgerschaft gefragt haben in der jeweiligen Gemeinde, zum Beispiel, fühlen Sie sich selbst betroffen durch den Gegenstand des Bürgerentscheids? Die große Mehrheit derjenigen, die da abstimmen, sagen, sie fühlen sich nicht selbst betroffen, haben also keine Partikularinteressen. Mhm. Also, und das ist bis jetzt immer rausgekommen bei diesen Studien. Also die große Mehrheit, die entscheidet, hat keine Partikularinteressen, sondern wägt ab im Sinne des Allgemeinwohls auch. Das war eine Umfrage, die Sie gerade zitieren, wo die Leute eine Selbsteinschätzung geben konnten. Ja, ob sie sich selbst persönlich betroffen fühlen. Ne? Also die Frage ist letztlich, ob man den Bürgern zutraut, auch das Allgemeinwohl abzuwägen. Initiieren kann ich eine Bürgerinitiative natürlich mit relativ wenigen Personen. Auf der kommunalen Ebene, Landkreisebene ist es natürlich ganz, auf der Landesebene ganz schwierig. Sie brauchen 800.000 Unterschriften. 800.000. Das sind ungefähr so viele Stimmen größenordnungsmäßig, wie die SPD bekommen hat, sogar ein bisschen mehr. Also wenn man das mal auf die Landtagsmandate sozusagen umrechnet, muss man sich schon klar sein. Also dann könnte man zum Beispiel auch 20% der Wähler, eine Partei, die 25% der Stimmen bekommt, da stellen sie vertretende Partikularinteressen. Das ist die gleiche Zahl von Personen. Ne? Also schwierig, aber die Frage ist, ob wir in einem Bereich sind, wo bereits solche Gefahren bestehen, wie Sie skizziert haben, Frau Kurz. Oder ob die Hürden tatsächlich, die ich ja gar nicht senken will, ja, ich habe gar nicht von Quorensenkung oder sowas gesprochen. Herr Wunder, darf ich kurz unterbrechen? Gerne. Ich habe ja versucht, gerade zu verdeutlichen, dass ich das hochinteressant finde, was Sie durchdenken und auch wie viel Wissen Sie haben. Ich habe jetzt nicht so furchtbar viel Verständnis, warum wir uns erst 4 Wochen vor der Wahl zusammensetzen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin unter einem massiven Zeitdruck. Und ich würde mich auch gerne noch mehr in Ihr Material eingearbeitet haben, weil ich finde ich wirklich sehr interessant. Nur glaube ich, dass man für solche langfristigen politikwissenschaftlichen Überlegungen auch ein bisschen mehr Vorlauf braucht. Und mein Vorschlag wäre, dass, je nachdem wie es weitergeht, man sich vielleicht recht zeitnah nach der Landtagswahl nochmal zusammensetzt. Also mich haben Sie jedenfalls in der Vergangenheit nicht angesprochen. Ich hätte da ein großes Interesse. Ich hatte früher mit dem Herrn Hacke einen intensiven Kontakt. Aber ich würde mich gerne jetzt bei Ihnen verabschieden und bitte herzlich um Verständnis, weil ich weiß gerade nicht mehr, wie ich sonst alles unter einen Hut bringen kann.
habe ich großes Verständnis, Frau Kurz. Wir haben auch gesagt, wir wollen 19 Uhr schließen. Das ist es jetzt ungefähr. Ne? Und das Angebot greifen wir gerne auf. Alle diejenigen, die jetzt in den Landtag kommen, wer immer das ist, gehe ich mal auch davon aus, greifen wir das gerne auf. Wir hoffen natürlich auch, dass sowas im Koalitionsvertrag kommt, ganz allgemein, dass das Volksabstimmungsgesetz mal der Prüfung oder Überarbeitung unterzogen wird. Und da muss man über die Detailfragen diskutieren. Wir haben es immer für wichtig gefunden, dass wir in so Wahlkreisdiskussionen auch ins Fachliche durchaus hineingehen, weil der Teufel liegt halt im Detail häufig und nicht bei den Grundsatzfragen, ob man jetzt für oder gegen etwas ist. Es ist 19 Uhr. Ich bedanke mich bei allen. Es sind, hat mir jedenfalls mein Mitarbeiter signalisiert, keine Fragen aus dem Zuschauerraum eingetroffen. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich erlebe bei einer Wahlkreisdiskussion, wo das nicht der Fall war. Also auch die Zuhörer sind diszipliniert. Aber es können sich ja alle an die Kandidierenden wenden des Wahlkreises, wenn Fragen da sind oder an uns, weil sie an uns gehen, das erlaubt. Die diskutiert haben heute, auch wenn es relativ knapp und war in einer Schule. Wie gesagt, gerne auf, dass wir uns nach der Wahl nochmal zusammensetzen, können wir auch mal zur Halbzeit von so einer Legislaturperiode machen, dann ist es vielleicht noch sinnvoller. Vielen Dank für die Teilnahme heute Abend und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Tschüss!